liebe Spielefreunde, heute stelle ich euch das Spiel vor, Neffertafel. Ein Brettspiel für zwei Spieler, ein taktisches Brettspiel mit Spielsteinen. Das Ziel des Spiels ist es, einen König, der in der Mitte des Spielbrettes sich befindet, an den Rand, an die Eckfelder zu ziehen und damit zu gewinnen. Der Gegenspieler mit seinen Angreifern versucht genau natürlich das Gegenteil zu bewirken und den König gefangen zu nehmen. Ich stelle euch das Spiel jetzt vor, die Spielregeln und später auch mein Fazit. Dies ist der Spielaufbau für zwei Spieler. Wir haben zuallererst hier in der Mitte die Spielsteine des Verteidigers und den König. Dies ist die Burg. Der König hat nur ein Ziel, eines der vier Eckfelder am Spielfeldrand zu erreichen. Gelingt es ihm, dorthin zu ziehen, hat er automatisch das Spiel gewonnen. Die Angreifer versuchen genau das Gegenteil. Sie versuchen zu verhindern, dass der König eines der Eckfelder erreichen kann und versuchen gleichzeitig, den König gefangen zu nehmen. Dann haben die Angreifer gewonnen. Ein Spieler spielt die Verteidiger, ein Spieler spielt die Angreifer. Ein Spielstein kann so weit gezogen werden, bis er entweder auf einen anderen Spielstein trifft oder bis er den Rand des Spielfeldes erreicht. Ein Spielstein kann senkrecht oder halt waagrecht gezogen werden, beliebig weit. Ein Spielstein wird gefangen genommen, wenn er von zwei gegenüberliegenden Spielsteinen geschlagen wird. Also in diesem Beispiel würde der rote Stein geschlagen. Dies kam aber dadurch zustande, dass der jetzt hier verteidigende Spieler einfach einen Spielstein dorthin gezogen hat und diese Situation geschaffen hat. Dann ist der Spielstein geschlagen. Würde aber hier der Angreifer zwischen zwei Spielsteine ziehen, wäre er nicht automatisch geschlagen. Der Verteidiger müsste also seinen Spielstein erstmal wegrücken und wieder hinrücken, um die Situation zu erreichen, dass der Spielstein geschlagen ist. Der König wird geschlagen, wenn um ihn herum Spielsteine des Angreifers stehen. Dabei sind jeweils die senkrechten und waagrechten Felder maßgebend. So wäre er natürlich nicht geschlagen, so wäre er aber geschlagen. Steht der König am Spielfeldrand, sind sogar nur drei Steine notwendig, um den König zu schlagen bzw. gefangen zu nehmen. Die schwarzen Felder und die Burg dürfen niemals von anderen Spielsteinen betreten werden, weder von den Verteidigern noch von den Angreifern. Nur das Burgfeld darf vom König betreten werden, auch wenn er wegzieht und wieder hinzieht. Zieht er auf eines der Eckfelder, was ja natürlich für den König erlaubt ist, hat er ja sowieso gewonnen. Steht aber eine Spielfigur direkt an einem solchen verbotenen Feld, schwarzen Feld, kann ein gegnerischer Spieler seinen Spielstein dorthin ziehen und dadurch wird durch diese Konstellation ebenfalls der Spielstein geschlagen. Der Angreifer beginnt das Spiel. Würde der Angreifer zum Beispiel diesen Spielzug als ersten Spielzug machen, hätte der Verteidiger sofort die Möglichkeit, diesen Spielzug zu machen und den Spielstein einfach zu schlagen. Die Konstellation für den verteidigenden Spieler ist, dass er versucht, möglichst bald seine Spielfiguren vom König wegzuziehen, damit dieser frei rauslaufen kann und dann die jeweiligen Eckfelder bedrohen kann. Ein König ist unheimlich schnell, weil er, wenn er hier steht, auch gleichzeitig hier hinziehen kann oder hier hinziehen kann oder hier hinziehen kann, also jeweils diese vier Eckfelder sehr schnell bedrohen kann. Deswegen ist für den Angreifer sehr, sehr wichtig, hier ständig darauf zu achten, wie er genau dies verhindern kann. Eine ideale Aufstellung für den Angreifer ist es, eine Ecke so abzuschirmen. Hier hat der Verteidiger keine Möglichkeit mehr, einen der Steine wirkungsgerecht zu schlagen und der König hätte ebenfalls keine Möglichkeit, auf dieses Eckfeld zu kommen. Jetzt könnte man natürlich denken, es wäre ganz leicht, dann einfach alle vier Eckfelder so zu verbarrikadieren, dass das nicht passieren kann. Aber dies ist im Spiel natürlich nicht möglich, weil halt der Verteidiger mit seinen Spielsteinen auch versucht, genau diese Situationen zu verhindern. Bei den Spielzügen sind natürlich sehr schöne Kombinationen möglich. Würde hier zum Beispiel der Verteidiger hier hinziehen, würde er gleich beide Spielsteine auf einen Schlag schlagen und hätte für dieses Gebiet schon mal Ruhe geschaffen. Neffertafel ist ein klasse Spiel.
Es ist spannend bis zur letzten Minute und es gibt viele, viele strategische Überlegungen anzustellen, um den Sieg nach Hause zu bringen. Neferteufel dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten pro Spiel, ist nicht so kompliziert wie jetzt zum Beispiel Schach oder Go, aber trotzdem ist es spannend genug, um wirklich viel Spaß an diesem Spiel zu haben. Neffertafel können Sie bestellen bei verschiedenen Verlagen. Es gibt verschiedene Ausführungen mit Holzfiguren, mit Glassteinen, wie ich es gezeigt habe. Bei Amazon können Sie es bestellen, aber in guten Spielwarenläden finden Sie dieses Spiel garantiert auch. Also, Neffertafel, meine echte Empfehlung.